Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Engineers und ich könnte mich selbst treten. Ihr seht, dass die Kaserne quasi fertig ist. Halbwegs. Und zwar habe ich die ganze Zeit aufgenommen, oder ich dachte, ich nehme auf, habe die ganze Zeit geredet. Die Anzeige oben von dem Gamecast war auch da, also sprich die FPS, die CPU und die Zeit. Aber anscheinend waren diese Videos alle komplett tonlos. Nicht nur von meinem Auto, sondern auch vom Spiel her. Ich hatte gar keinen Ton und auch das Video immer wieder blieb es hängen. Ja, finde ich schön. Ich habe bestimmt 6 Folgen aufgenommen. 2 funktionieren. Die werde ich auf jeden Fall hochladen. Das ist aber eine Folge, die etwas langweiliger ist. Das ist die Folge hier vor. Und, ja. Ich bin gerade so happy. Ja, ich sitze hier seit 8 Uhr abends und nehme auf, jetzt haben wir 23 Uhr und ich habe im Grunde genommen nichts geschafft. Das ist klasse. Ja, ist natürlich ein bisschen arg nervig, aber was soll's. Ein bisschen, wieder so spielen, was ich gemacht habe. Ich habe die Ecken gemacht, also kantige Ecken. Überall. Ich habe das Dach gebaut, ich habe es, glaube ich, 3-4 Mal abgerissen, neu gebaut. Und der Ärger, wie viel das war alles in dem Video. Ich meine, viel ist nicht passiert in dem Sinne. Weil Dach bauen und abreißen ist eine Sache, die nicht unbedingt groß drin ist. Ich kann eine Sache sagen, ich bin aktuell verdammt müde und ein bisschen angepisst. Und ja. Gehen wir am besten mal rein hier. Tür gebaut und hier diesen schönen Walkway oben. Ich finde das echt gut aus mit dem bisschen Timber hier. Dann quasi. Weg hier oben, finde ich auch, sieht echt gut aus. Das ist einfach da, ignoriert es einfach. Hier ein bisschen von dem Weg, das Dach, was nicht gerade schön aussieht. Und dann quasi dieses Stück hier, was halt, ja. Ein kleines Geländer quasi. Das habe ich alles gemacht und aufgenommen durchgehen und kein einziges Video davon dazu gebrochen. Ich bin so ein bisschen. Bisschen angepisst gerade. Aber, naja. Ich sag mal so, das ist leider passiert und ich kann es auch leider nicht ändern, nicht rückgängig machen, gar nichts. Müssen wir jetzt halt mit leben, mit den fehlenden Videos. Und, ja. Bisschen sehr nervig. Ich habe mir gedacht, ich werde auf jeden Fall einige Sachen offscreen machen. Sachen wie Betten einbauen und so, das ist einfach überhaupt nicht spannend. Und hab mir gedacht, wir fangen jetzt heute in der Aufnahme einfach damit an, den Keller fertig zu bauen. Dann ist der schon mal weiter weg, zumindest die Löcher zu graben. Und, dass wir dann quasi in der nächsten Aufnahme anfangen können, die Burg kaputt zu machen. Was ja eigentlich auch der Plan war, mit einem schönen Trebuchet alles kaputt, alles platt zu machen. Was wir so mühsam gebaut haben. Und, ja, es ist ärgerlich. Es ist wirklich einfach nur ärgerlich. Aber, naja. Was soll's. Ist das passiert. Und viel ändern können wir daran nicht. Eventuell noch eine neue Spitzhacke bauen. Ja, dann machen wir mal kurz ein bisschen. Stein rumhacken. So, mit Staffel 2 habe ich, wie gesagt, relativ früh anfangen, weil zwei Gründe, ehrlich gesagt. Mir gefällt die Burg nicht. Ich finde die Burg relativ, ich weiß nicht, also die Burg an sich nicht, aber dieses Hauptgebäude. Jetzt habe ich darauf geguckt, dass ich noch, warum rund? Ich baue nie rund. Das ist einfach nur. Ach, naja. Schadensbegrenzung ist drin und ich denke mal, soweit passt das auch. Ich werde die Welt wahrscheinlich auch dann mal im Steam Workshop hochladen, einfach so wie da ist. Also wirklich viele sind zwar nicht, aber ist besser als gar nichts, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, nicht in der Funktion, ich mache dann noch die Betten, die
Fenster ersetzen. Ja. Das wird eine Menge Arbeit. Oder ich mache es einfach alles im Creative-Modus. Das ist auch eine Möglichkeit. Will ich aber nicht, weil da fühlt sich an wie Cheaten. Und ich will nicht cheaten. Ich will das alles im Server-Modus bauen. Ein Stock. Wie brauchen wir die Spitzhacke? Drei Stöcke, drei Small Stone. Wir haben einen Stock drin. Noch 10 Stöcke. Das muss man, glaube ich, gar keinen, ne? Ne, aber gar keinen. Machen wir mal. Ja, 2 ist natürlich gut. Geht natürlich gerade nicht. Jetzt aber 2. Oder schon mal so geschafft soweit. Und dann packen wir mal einfach hier oben rein. Klick, 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 klick. So, der Hammer kann aber, glaube ich, erstmal hier irgendwo eine Kiste. Ganz hier rein. Und dann noch eben den Rest hier im Rausgraben. Ah, wir haben gar keine Sticks mehr für die Wände, ne? Das ist natürlich wieder ein bisschen ärgerlich. Ist natürlich alles so ein bisschen ärgerlich. Ja, wie gesagt, Staffel 2 wird dann auf jeden Fall ein bisschen interessanter, hoffe ich. Bisschen mehr Rumgespiele mit den Seilen und so weiter. Ja, kommt dann noch der Trebuchet-Bau. Das wird auch interessant. Das Trebuchet noch wieder so hinkriegt wie damals. Weil eigentlich, es gibt eine recht gute Art und Weise, so ein Trebuchet zu bauen. Kriege ich es zuweilen im Modus hin, ist natürlich die wichtigere Frage. Ich denke ja eigentlich erst schon, weil so schwer sind die eigentlich auch nicht. Wie gesagt, so ein Katapult wäre auf jeden Fall nicht interessant, weil das fliegt nicht so weit. Und ich denke mal so ein bisschen. Wir brauchen gar keine Distanz, fällt mir gerade ein. Ich will aber Distanz haben, deswegen. Machen wir es halt einfach trotzdem so. Ich bin schon wieder geplatzt. Na sowas. Ja, ich reg ein bisschen weniger. Man merkt, glaube ich, dass ich ein bisschen müde bin. Aber es ist echt. Ich ärgere mich darüber. Das ist echt einfach nicht. Nee, es ist nicht in Ordnung. Das war nicht nett, Gamecaster. Das war wirklich nicht nett. Lässt mich da fast 2 Stunden rumlabern, ohne was zu machen. Wir haben die noch gar nicht gefüllt, ne? Nee, hier waren wir auch komplett leer. Dann noch was für die Steine hier rein. Das soll zumindest irgendwas noch hinkriegt hier. Ah, kommt da. Kann der Mist auch mal eben weg. So. Das ist hier noch da oben ein bisschen so im Weg, ne? Ja. Kommt natürlich nicht ran. Hier auch nicht. Und hier schon. Oh, geht doch. So.
denke mal, ich werde das alles wahrscheinlich am Montag. Ich rede gerade ein bisschen wenig, ich weiß, aber das wäre von mir, glaube ich, gewohnt. Ich werde alles jetzt am Montag, am Dienstag. Dienstag, was ist heute? Montagabend. Eben gleich Dienstag. Wir haben schon Dienstag, oh. ich werde die letzten Parts alles an einem Tag hochladen. Das ist natürlich ein bisschen viel, aber was soll's. Ich will eigentlich jetzt auch Staffel 1 irgendwie beenden. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich auch direkt am gleichen Tag noch ein kleines Video machen zum Thema, wie es denn aussieht, ob Staffel 2 jetzt online oder offline ist. Ich denke mal eher online. Dann gucken, ich habe wahrscheinlich für. Ich glaube, für 10 Personen waren, glaube ich, 10 Euro für so einen Server. Das geht eigentlich. Aber es 15 Personen? 10 Personen? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ach komm schon. Ist aber nicht sehr nett. Wir werden dann mal gucken, wie wir das dann so genau machen. Und dann eventuell sagen, ja, hier, Server. Weil ich ehrlich gesagt habe Lust auf Multiplayer, nur sind die meisten Server halt so. Kennt die Leute da nicht. Ich, in diesem Fall kennt die Leute das auch nicht, aber. Ist mal interessant, so ein bisschen auf einem größeren Server zu spielen. Nur halt, große Server kosten auch großes Geld. Ergibt irgendwie Sinn, ich weiß, aber. Von daher halt mal so ein bisschen gesagt, ne? Messsteine waren das alle, okay. Der interessante Faktor dabei wäre halt eben zu sagen, dass ich quasi nicht alleine spiele im Singleplayer, sondern wirklich eine Welt habe, wo auch andere Leute bauen. Das heißt, es ändert sich mehr zwischen den Folgen. Das ist halt das Interessante an der ganzen Sache. Nur gucken, ob die Server-Performance auch so gut funktioniert, wie sie sollte. Das ist ja auch mal so das kleine Problem dabei. Deswegen hoste ich auch selbst keinen Server, weil ich jetzt selbst sagen würde, ich hoste einfach auf online. Ich glaube, das geht sogar. Nee, in den Optionen geht's nicht. Weil das Problem darum einfach, dass mein Internet und so ist zwar nicht schlecht, aber der Server wäre nicht rund um die Uhr online. Und ich denke, das wäre halt dann doch auch ein bisschen langweilig. Wenn Leute nur von dann bis dann spielen könnten. Auf die Art und Weise wäre der Server wirklich rund um die Uhr online. Das wäre halt auch ein bisschen interessanter, finde ich. Ich will auf jeden Fall irgendwie dafür sorgen, dass Staffel 1 und 2 relativ schnell ineinander übergehen. Also nicht erst 5 Wochen. Ach, ich muss immer mit Tabellen vergessen, ich jedes Mal. Das hat nicht gerade 5 Wochen zwischen Staffel 1 und Staffel 2 vergehen. Machen wir noch eine neue Spitzhacke. Kommt vom Stehen auch recht gut voran, ne? Schon mal eine ganz schöne Menge. Na, da war schon. So. So. Das ist immerhin ein. Aufzuschlagen. Dankeschön. So. Ja, beschriften ist heute ja noch. Wie gesagt, da mache ich wahrscheinlich dann alles offscreen mit dem ganzen Deko-Kram. Da brauche ich dann nicht 30 Minuten Schwachsinn reden. Staffel 2 dann allerdings dann komplett aufgenommen. Da wird dann nichts offscreen gemacht. Komplett alles onscreen. Nichts übersprungen. Damit etwas P natürlich ein bisschen langweiliger, aber was soll's. So, das ist richtig eigentlich. Mal gucken. Also fast. Gut, ich mach dann den Rest. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dann die Burg mit einem Katapult bombardieren.
Dann wollen wir es können und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.